Also, liebe Gersche, ich begrüße euch. Der Olaf hat mich noch mal eindeutig eingewiesen. Erst ist die Kamera schwarz und wenn mich die Kamera sieht, wird sie rot. Also, recht viel Erfolg, liebe Gersche. Und wie üblich mein Vers. Ich begrüße euch natürlich aus dem Studio des offenen Fernsehkanals Gera. Und wie üblich sind wir weiterhin Bürgerfernsehen, was heißt, der OK ist für die Bürger da und nicht umgekehrt. Ihr wisst ja, ich lege da immer sehr großen Wert darauf. Mein heutiger Gesprächspartner, weshalb ich hergekommen bin, die Wahl des Stadtrates Gera wirft ihre Schatten voraus. Und ich möchte heute bekannt machen, an für sich mit einem alten Bekannten, er war schon ein paar Mal hier gewesen. Er tritt aber unter neuer Fahne auf, wenn ich das mal so ausdrücken darf, und zwar unter Bürgerschaft Gera. Ralf, meine erste Frage an dich. Wir wollen nicht zurückblicken, wir wollen voranblicken, wir wollen die Zukunft ins Auge fassen. Denn ich möchte sagen, für Gera ist wirklich sehr, sehr viel zu organisieren und zu machen. Wie sind denn deine Vorstellungen für die neue Legislaturperiode? Du bist wieder angetreten unter der neuen Fahne, also für dich neuen Fahne, Bürgerschaft Gera. Wen möchtest du denn ansprechen in der Stadt und was sind denn deine Ziele? Also ich glaube, ich darf das noch sagen, liebe Gersche, ganz deutlich. Er möchte die Stadt Gera nicht wieder in die Pleite steuern. Also, du lachst Ja, darüber. Also, mir war das nicht zum Lachen, wir haben wenn nicht. man im Fernsehen sieht, die Stadt ist pleite. Wie sind denn da deine Ambitionen, deine Vorstellungen oder sagen wir auch die Vorstellungen der Bürgerschaft Gera, um da, sagen wir mal, das Stadtschiff durch die Brandung zu In steuern? ruhigeres Fahrwasser zurückzuführen. Ja, Also ich ja. bin im letzten Jahr aus der CDU-Fraktion ausgeschieden und in die Bürgerschaft eingetreten und habe dort ein sehr, sehr angenehmes Klima vorgefunden. Wir sind als kleine Fraktion in den letzten Monaten, Entschuldigung, sehr wirksam gewesen schon und wir bereiten uns jetzt auf die Kommunalwahl am 25. Mai vor, in der Erwartung, dass wir als Vereinigung quasi eine freie Wählerschaft der Bürger der Stadt Gera im Kommunalparlament mehr tun können als bisher, um das schwankende Schiff Stadt Gera in ruhigeres Fahrwasser zu führen. Das muss ich sagen. Wir haben die Woche als Bürgerschaft die Listenaufstellung realisieren können. Wir haben am Dienstag eine sehr gute 19-Personen-Liste aufgestellt. Die drei Spitzenkräfte, Dr. Frank, Dr. Post und Dr. Kneisel, führen mit ihrer Erfahrenheit die Fraktion an, also die Wählerliste an. Ich habe die Freude, auf dem vierten Platz gewählt worden zu sein. Und wir haben auf dieser 19-Personen-Liste ein sehr vielfältiges Gemisch von Leistungsträgern. Wir haben junge, engagierte Polizisten dabei. Jetzt sage ich mal alte Haudegen wie mich. Ich bin jetzt seit 98 im Stadtrat tätig. Und wir haben kulturelle Persönlichkeiten gewinnen können, wie auch im Sozialbereich. Leistungsträger. Es ist eine sehr gute Durchmischung. Wir bieten dem Wähler mit unserer Liste ein Leistungspotenzial für den nächsten Stadtrat an. Wir persönlich hoffen, dass wir aus der jetzigen 5-Personen-Kraft heraus wachsen können. Ich erwarte etwa 10 Sitze. Das wäre so das, wo ich realitätsnah hoffe, dass wir das schaffen. Für jeden weiteren Sitz, den wir dort darstellen können, sind wir dankbar. Wir versuchen danach, die Politik mit der Oberbürgermeisterin gemeinsam in einer, sag mal, bürgerlichen oder in einer Gruppe von Stadtratsmehrheiten, die aus dem gesamten Spektrum heraus sich darstellt, der demokratischen Parteien, die dann hilft, dass wir hier wieder in etwas vernünftigere, ruhigere Zeiten zurückkommen. Das ist schwer. Ich habe ja viele Jahre Erfahrung und da auch einige Dinge mitgemacht. Ich kann aus Erfahrung sagen, manche Sachen sind von außen auf uns eingebrochen, die schwer verhinderbar waren. Manche Sachen sind hausgemacht. Auf die letzte Stadtratssitzung am gestrigen Abend kann ich ja noch mal kurz eingehen.
Das geht so nicht weiter. Wir müssen jetzt schauen, dass wir nach der Kommunalwahl im Mai mit vernünftigen Mehrheitsverhältnissen geordnete Politik machen können. Und da sage ich, wir sind offen für alle Spektren. In unserer Wählerliste ist auch zum Beispiel Klaus Teuermeister, mit dem ich viele Jahre befreundet bin, der aus der SPD jetzt die Bürgerschaft verstärkt. Wir haben ein Gewerkschaftsmitglied aus den Stadtwerken gewinnen. Henry Neumann bringt da noch viel Kompetenz mit ein und. Also diese Truppe ist eine wirklich gute, mit großer Disziplin am Dienstag durch die internen Prozesse zur Wahl gekommen. Und wir werden jetzt wirklich Nägel mit Köpfen machen. Wir haben ein Wahlprogramm, wir wollen den Bürger, weil wir sind Bürger, parteiunabhängig ist das eine ganz Wesentliche. Wir sind nicht an irgendwelche Doktrinen und Schematas gebunden. Wir versuchen, an der Sache orientiert, mit den Menschen, aber auch mit den Partnern im Stadtrat, der Verwaltung und der Oberbürgermeisterin, jetzt die Entscheidungen zu organisieren, die dringend notwendig sind. Und da sind viele interne Prozesse noch nicht so vorangeschritten, wie wir sie uns wünschen. Das war eine der Wirkungen, weswegen gestern Abend in einer gewissen Konfusion das Thema der Steuerdiskussion so entschieden worden ist, wie es entschieden wurde. Das kann ich dann noch mal erläutern, wenn die Frage kommt. Das ist unser Ziel. Wir haben wirklich die Stadt Gera als Heimatstadt, bringt viel Potenzial, hat schwere Geschichte, hat aber sehr viel Zukunftsvision. Und die aktuellen Unternehmensansiedlungen, zum Beispiel die Getzener Textil, die oben gegenüber vom Flugplatz jetzt sich ansiedelt, ist ein Signal nach vorne. Und ich kann nur für mich und meine Bürgerschaftskollegen immer wieder sagen, wir arbeiten hinter den Kulissen in einer ruhigen Art seit vielen Jahren an Lösungen von Problemen. Ich werde nachher noch mal kurz zu ein paar Projekten, die ich persönlich auch begleiten durfte, was sagen. Und wenn wir das richtig rumbringen, rüberbringen an den Bürger, wählt bitte mit Bedacht Personen auf den Listen der Parteien, Personen, die ihr als Leistungsträger identifiziert. Weniger oben die Partei, die Wählervereinigung mit Kreuz versehen, das ist meistens der einfachste Weg. Ich wähle eine Partei. Mit meinen drei Stimmen werden dann die ersten drei gestärkt. Aber man soll sich die Liste konkret angucken. Und da gibt es immer wieder Stadträte, neue Kräfte, die sehr viel können, Erfahrung haben und auch wollen. Und die sollte man sich dann punktuell auf den Listen suchen und dann stärken, damit wir dort eine gut durchmischte Fachgruppe in den nächsten Stadtrat hineinkriegen. Ralf, noch mal etwas anderes. Wie siehst du denn in dem neuen Stadtrat? Und liebe Giersche, da möchte ich auf alle Fälle gleich mal dran erinnern. Geht bitte alle zur Wahl. Ihr wisst, ich habe mich da eine ganze Zeit lang mit dieser Problematik beschäftigt und habe da versucht, Argumente zu finden, die Wähler alle Mann an die Wahlurnen zu bitten. Ich sage nicht zu kommandieren, sondern zu bitten. Und Ralf, wie siehst du denn das, deine weitere Zusammenarbeit mit den einzelnen Fraktionen im Stadtrat? Das kann ich direkt beantworten. Ich würde es jetzt mal grundsätzlich alle Leistungsträger, die für die Stadt Gera agieren, ohne Parteischeuklappen zu haben, sind willkommen. Und ich diskutiere, ich habe Freunde in der Linkspartei. Eigentlich in der gesamten Spektrum habe ich menschliche, persönliche Freunde, aber auch Gesprächspartner für politische Entscheidungsprozesse. Wir sind für jeden offen, wenn er in der Sache orientiert agiert. Ich will Beispiele nennen. Das Kaufhaus Horten. Wir haben, ich habe beim letzten Mal, als ich hier schon sitzen durfte, schon gesagt, wir haben in der östlichen Sorge ein großes Defizit. Das ist in den letzten 20 Jahren sehr schmerzhaft, hat sich das entwickelt. Vor 14 Tagen stand in der Zeitung, der Herr Bräuner, ein Gerer Unternehmer, ist hier eingestiegen mit Kapital und entwickelt diesen Platz. An diesem Projekt bin ich schon 2-3 Jahre mit dran, schon unter einer holländischen Fahne der Entwicklung. Jetzt scheinen wir es mit einem gerischen Unternehmer schaffen zu können. Das ist ein tolles Signal. Da arbeite ich auch hinter den Kulissen längere Zeit schon an einer Lösung, nachdem wir in der Stadt die Probleme haben, die wir haben, und das Kuck uns in dieser Struktur so nicht mehr leisten können, muss ein Weg gefunden werden, wie diese Kultureinrichtung zu erhalten und zu finanzieren ist. Da wird im Moment das Thema Genossenschaftsmodell diskutiert.
Es ist ein mögliches. Ich persönlich verfolge auch andere Ziele, Betreibermodelle, die es möglich machen, dass wir dieses Haus in einer maximalen Bespielung mit einer veränderten, verbesserten Gastronomie, Handels- und ähnlichen Einheit einnahmeseitig stärkend in die Lage zu versetzen, mit einem geringen oder möglichst keinem kommunalen Zuschuss auszukommen. Das Ding muss erhalten bleiben. Und da laufen die einen in die Richtung, wenn erfolgreich, dann gut. Andere versuchen andere Wege. Das ist das, was ich immer wieder begleiten darf. Seit vielen Jahren macht man da hinter den Kulissen gute Politik. Dann gibt es noch Unternehmensansiedlungen, die ich die Freude hatte zu begleiten. Jetzt zum Beispiel, da war vorher der Batteriedienst auf einem Wege, auf dieses Grundstück, eine hochmoderne Lithium-Ionen-Produktion aufzubauen. Es scheiterte daran, dass der Freistaat Thüringen die notwendigen Fördermittel nicht bereitgestellt hat. Der Batteriedienst ist 20 Kilometer nach Sachsen gegangen, hat inzwischen gebaut, mit Förderung gebaut und produziert in Sachsen. Peinlich für Thüringen. Jetzt haben wir Gott sei Dank Getzner gewinnen können, auf diese Fläche zu gehen. Wiederum gut für Gera. Aber wir haben einen anderen gehen lassen müssen. Und solche Dinge passieren immer wieder. Und da will ich mit meinen Stadtratskollegen aller Couleur versuchen, künftig diese Entwicklung besser zu koordinieren. Ich arbeite noch an anderen Dingen, die wir mit viel Sensibilität auch für Gera dann verkaufen werden, als unseren Erfolg. Und da bin ich als Bürgerschaftsmitglied wirklich erfolgreich in der Vergangenheit gewesen und hoffe, dass wir dann in der Zukunft mit dem Votum der Wähler, deswegen ist das völlig richtig, gehen, Meinung zeigen, nicht desinteressiert sein, Personen aus den Listen herausfinden, wo man Vertrauen hat, Erfahrung und Zukunftsvision und Handlungsleistungsfähigkeit, die sollte man dann auch persönlich mit seinen drei Stimmen, jeder hat drei Stimmen. Man kann Müller, Meier, Schulze wählen, man kann zwei auf Müller, einen auf Meier. Man kann sich oben einfach machen und die Partei ankreuzen. So sollte man mit Bewusstheit in den Wahlakt gehen. Bitte, Gera, geht zur Wahl, helft uns als Stadträten mit neuen, aber auch erfahrenen Kräften. Das ist ein Gemisch. Hier voran, ich will mal für uns erklären, wir Bürgerschaft sind jetzt insoweit neu. Wir müssen jetzt darum bitten, dass der Gersche auch uns mit Unterstützerunterschriften, die im H35 zu leisten sind, hilft, dass wir überhaupt für die Kommunalwahl zugelassen werden. Wir brauchen etwa, wie mal quer, 200 Unterschriften. Also auch Gera sind gebeten, zum H35 zu gehen, dort mal auf der Liste der Bürgerschaft sagen, wir unterstützen diese Vereinigung, diese freie Wählervereinigung für den nächsten Kommunalwahlkampf. Dafür, das wäre meine persönliche Bitte und dann wählen Sie sehr bewusst. Und ich könnte noch viel mehr Beispiele nennen von Aktivitäten, wo ich in der bisherigen CDU wirksam war und jetzt meine Kraft in der Bürgerschaft für unsere Heimatstadt einbringen möchte. Ralf, deine Worte klingen optimistisch. Und ich hoffe, liebe Gersche, dass Sie euch auch überzeugen konnten, zur Wahl zu gehen für den neuen Stadtrat. Ralf, für dich wirklich Erfolg, dass alle diese Pläne und Vorstellungen, die du eben uns erläutert hast, dass die sich auch verwirklichen. Ich wünsche dir dazu Kraft und mit der Bevölkerung Geras du einige von deinen Plänen durchsetzen kannst. Ralf, danke nochmal für dein Kommen. Zum Schluss, liebe Gersche, für dich, Ralf, beste Grüße an deinen Vater. Ich hoffe, dass ich ihn heute noch sehe im Computerclub. Ich habe ihn schon eine Ewigkeit nicht gesehen. Und nochmal, danke für dein Kommen. Danke, liebe Gersche. Und über eins möchte ich euch noch informieren. Magdeburger Bekannte haben es mit einem kleinen Kraftakt geschafft, bei YouTube eine Seite einzurichten unter info.ottostadtmd und guckt mal, wen ihr dort alles seht. Ralf, danke. Danke, liebe Gersche, fürs Zugucken und Zuhören. Und bitte, das letzte Mal, geht zur Wahl. Danke.